Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendungen von arithmetischen Folgen. Und da schauen wir uns eine wirtschaftswissenschaftliche Anwendung an, nämlich die sogenannte arithmetisch-degressive Abschreibung. Ein Wirtschaftsgut soll hier über 12 Jahre arithmetisch-degressiv abgeschrieben werden. Was heißt das? Die Abschreibung kommt aus dem Rechnungswesen und ist also eine Möglichkeit, buchhalterisch zu erfassen, wie die Wertminderung voranschreitet. Ja, die Firma geht also davon aus, dass dieses Wirtschaftsgut, stellen wir uns vor, eine große Maschine zum Beispiel, wird im Wert von 241.800 Geldeinheiten angeschafft und die Maschine soll 12 Jahre lang halten im Normalfall und dann wird die über die Zeit hinweg an Wert verlieren. Und das passiert nicht gleichbleibend, dass die jedes Jahr ein Zwölftel ihres Werts verliert, sondern es passiert jetzt arithmetisch degressiv. Das heißt, die Abschreibungsbeträge bilden eine fallende arithmetische Folge. x1, x2 und so weiter bis x12 und x13 soll gleich 0 sein. Das heißt, wenn wir das einmal von hinten aufzäumen, dann haben wir da unseren Zeitstrahl. Wo wir das n hier abtragen können. Das sollte eine 3 sein. Und zum Zeitpunkt 13 hat die Folge den Wert 0. Ja, es gibt 12 Abschreibungsbeträge und der 13. soll 0 sein. Und das heißt, der 12. hat irgendeinen Wert, den können wir dann d nennen, unsere Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Folgengliedern, und wenn wir hier die 11 noch mit dazu schreiben, dann sollten wir da bei 2d sein und so weiter und so fort. Und das sollte dann alles hier auf einer linearen Funktion liegen, wie das Ganze hier absinkt. So ist das also zu wählen. Also im ersten Jahr haben wir den höchsten Abschreibungsbetrag, im zweiten haben wir denselben Abschreibungsbetrag minus d. Und dann minus 2 mal d und so weiter, so dass es dann bis zum 13. Jahr auf 0 heruntergeht. Schreiben wir uns das also nochmal hin, was wir uns da überlegt haben. Also der letzte Abschreibungsbetrag soll einmal d sein und insgesamt haben wir 12 Abschreibungsbeträge. Das heißt, wir fangen mit 12 mal d an, dann 11 mal d, 10 mal d und so weiter. Gut, so soll jetzt also unsere arithmetisch-degressive Abschreibungsfolge aussehen. Und der Wert, den wir abschreiben wollen, über diese 12 Jahre hinweg, sind diese knapp 242.000. Das heißt, die Summe aller Abschreibungsbeträge soll bitte schön gleich 241.800 sein. Und so können wir dann den Wert dieser Konstanten d bestimmen und wissen dann, wie wir alle 12 Abschreibungsbeträge ausrechnen müssen. Das heißt hier also, ich schreibe mir das mal hin, 241.800 soll die Summe über die n Folgenterme sein. Hier haben wir also 12 Folgenterme, nicht 11. Und das heißt, die Summe ist immer n mal den Mittelwert aus dem ersten und letzten Folgenglied. N ist bei uns 12, da haben wir also hier 12 halbe, das ist 6 und das erste Folgenglied war 12 mal d und das letzte Folgenglied war d. Und das sind dann insgesamt 13 mal d und 13 mal 6 ist 78, haben wir also hier eine Summe von 78 mal d. Und wir müssen also diese 241.800 nur noch durch 78 dividieren und wissen dann, wie unser d aussehen soll. Wenn wir das machen, kommen wir drauf, d ist gleich 3.100. Und die Abschreibungsbeträge können wir dann alle ausrechnen. Der erste muss also 12 mal 3.100 sein. Das heißt, diese Maschine im Wert von knapp 242.000 Geldeinheiten verliert im ersten Jahr ungefähr 37.200 Geldeinheiten an Wert. Und im zweiten Jahr sind es dann noch 34.100 und so weiter und so fort. Und es
fällt halt diese Abschreibungsbeträge fallen linear ab oder arithmetisch fallen sie ab. Und im letzten Jahr oder vor dem letzten Jahr hat die Maschine noch einen Wert von 3.100 Geldeinheiten und damit ist dann die Abschreibung vollständig. Und es ist dabei nicht entscheidend, ob die Maschine wirklich exakt diesen Wert verliert. Es ist halt eine buchhalterische Größe, die man benutzt, um diesen Wert, diese Anschaffung von 242.000 Geldeinheiten über diese 12 Jahre zu verteilen und diese Wertminderung auf diesen Zeitraum zu verteilen.